So mancher Kretzelbewohner kommt mit den Veränderungen nicht mehr gut zurecht. Zuwanderung, Arbeitslosigkeit und steigende Preise haben entlang der Quellenstraße Spuren hinterlassen. Während einige wenige kräftig investieren, befürchten viele der 40.000 hier lebenden Menschen, auf der Strecke zu bleiben. Die feinste Gegend, nein, ist nicht. Ich wohne da lieber in Hitzing, oder? Ja. Na, warum wohnen Sie nicht in Hitzing? Da. Ich hab alles verkehrt gemacht, wahrscheinlich. Manch hoffnungsfroher Lebensplan hat an der Quellenstraße bereits ein jähes Ende gefunden. Die Armut war hier stets spürbarer als anderswo. Im Zentrum der 3 Kilometer langen Straße der Viktor-Adler-Markt. Treffpunkt für Neu- und Altösterreicher. Es sind viel mehr Ausländer jetzt, wie früher. Es ist mehr, ja, überhaupt, weiß ich nicht. Es ist nicht mehr so schön wie früher. Hm? Auch vom Dreck her und von allen. Ne? Aber ja. Die Türken, die legen Wert auf gutes Gemüse. Das muss man sagen, ein Österreicher, die kommen oft mit dem Pötzmantel und sagen, na, warum ist das so teuer? Kaufen sie nicht die Spanischen, die sind billiger. Oder die Ausländer, die kaufen im Frühjahr die teuren Gurken, wenn sie so klar sind, und geben sie den Kindern ins Kinderwagen. Unsere haben die Milker in der Hand. Nicht? Weil es nun mehr Händler gibt als Standplätze, entscheidet hier neuerdings das Los. Dass bei dieser Standplatzlotterie jeder mitmachen darf, bringt das Blut oft in Wallung. Kommen die Fremden, kommen die Kanaken, alles daher, der zieht mit, der kriegt einen Platz und der, was fix ist, kriegt einen Trink. Sicher ist ein Arsch bei dieser was. Der kommt daher mit einem Gewerbeschein. Wer weiß, ist der Gewerbeschein aufrecht? Hat den Zettel hin, geht rein, zieht den um. Und stellt sich hin. Die unseren Leuten können gehen scheißen. Schwammerl! Das ist ja das Schöne in Wien eigentlich, ne? Dass wir international sind und dass wir alle zusammen gut leben können, oder? Woher kommen Sie? Ich bin eine Wienerin. Ich bin eine waschechte Wienerin. Auch mit bämischen Vorfahren. Das ist eine richtige waschechte Wienerin. Sind der Hieb Favoriten für mich bis der Bruch. Denn du, Tobi, mein Kindheit verbracht. Der Äpfel bot Antons Platz 52er Haus. In diesem Viertel war ich einmal zu Haus. Ich möchte nicht mehr jung sein. Ich bin froh, dass ich alt werde. Das ist kein Österreich mehr. Nein. Das ist ein Mischvolk. Schauen Sie, mein Mann war ein Bäm, ja? Weil ja sein Vater ein Bäm war. Der ist in die Komenzki-Schule gegangen und hat Deutsch gelernt, damit das Kind Deutsch kann, nicht? Wie er auf Wien dann gekommen ist. Na, warum machen Sie das nicht heute mit den Ausländern? Die haben nur die Kinder, dass sie Kinderbeihilfe kriegen und alles. Sie haben gesehen, einer nach dem anderen hat einen Bauch als wir. Sie sind daheim. Mein Lieber, ich habe schwer gearbeitet. Wir haben eine Genossenschaftswohnung. Ich wohne jetzt 52 Jahre da drinnen. Und so viele Ausländer, was wir jetzt kriegen, weil wir Alten sterben ja bald raus, jetzt kriegen wir nur mehr Ausländer. Die hat die Winterstiefel am Gang stehen auf einer Zeitung, die bleiben den ganzen Sommer stehen. Die gibt es nicht eine in die Wohnung. Ja, sag einmal, was ist das? Die gehen ja eine in die Wohnung und die Genossenschaft kümmert sich auch nicht, weil die haben Angst, dass sie abgestochen werden von einer. Darum bin ich froh, dass ich bald gehe, weil das ist nicht mehr schön, was die aufführen. Weil viele Zuwanderer als Dienstleister arbeiten, gibt es entlang der Quellenstraße 25 Friseursalons.
Neben den türkischen immer öfter auch afrikanische. Ein Botendienstfahrer aus Tunesien, Herr Maik, ist hier Stammgast. Grüß Gott. Ich bin Bunker, ist wieder. Hi, everybody. Wie haben Sie sich denn Österreich vorgestellt, bevor Sie hierher gekommen sind? Ich habe vorgestellt, das ist das Paradies. Europa für uns, die Afrikaner, ist das Paradies. Aber ich schwöre Sie, das ist nichts. Nichts, nur Lüge. Bla bla bla. Wir leben wie im Kühlschrank. Das ist unser Leben. Hier gibt es keine Sonne. Europa ist schön, aber ohne Sonne für mich ist nichts. Zu viel Regen für Sie? Zu viel Regen. Zu viel Regen und sehen Sie den Charakter von Mensch. Ihr werdet auch ein bisschen auch müde auch. Warum? Weil das Wetter. Bei uns Sonne ist was Wichtiges am Leben. Center Bezirk, das ist für die Türke. Istanbul. Wirklich. Da sehen Sie, wie man einen Ausländer haltet miteinander. Da. Die Türken halten miteinander. Wenn Sie sagen, die halten miteinander, die Türken halten miteinander. Die halten zusammen. Schauen Sie. Afrikaner zusammen, Türken zusammen, Jugos zusammen. Aber wir machen nicht miteinander mit. Mit den Österreichern geht das ja nicht. Sowieso gibt es keinen Österreicher, Mann. Wo sitzt du? Du sitzt nur Jugo, Jugoslawa, Türke, Slowake. Wo sitzt du, die Österreicher? Ich sehe die Österreicher hier nicht, Mann. Die Österreicher sind in Tirol, bei Salzburg, Linz, Liechtenstein. Das ist die Österreicher. Hier nicht. Der letzte Fiaker im 10. Bezirk ist im Innenhof eines Wohnblocks untergebracht. Herr Stefan, der erste Kutscher, ist vor 40 Jahren aus Polen zugewandert. Damals war er vom Wohlstand auf der Quellenstraße sehr beeindruckt. Mein Vater hat immer vom Weg vorher ein Kreuz gemacht, dass uns zu dritt nichts passiert und dass man wieder gut heimkommt. Polen, seine alte Heimat, besucht er nur mehr ungern. Längst fühlt er sich als richtiger Österreicher. Da auf der rechten Seite, da war der eine der beste Würstelstandl im 10. Bezirk. Da haben wir gekriegt, gut. Gute Würstel, Schmalzbrot mit Zwiebel, gutes Brot dazu und ein Krachel. Da rechts ist Frau Maria. Da kriegt man Fleischleibel um 1 Euro. Aber das ist jetzt auch schon türkische Geschäft. Da sind wir frühstücken gegangen, aber jetzt gehen wir nicht mehr mit. Das ist jetzt alles türkisch. Jetzt fahren wir ein Stückchen Quellenstraße und da glauben wir, da sind wir in Istanbul. Lauter türkischen Geschäften. Kebab, Kebab, doch riecht alles noch Kebab. Ein Schweinsbratl mit Knödel und Krautsalat. Das schmeckt mir gut, aber wo kriegst du da in 10? Herr Ercan aus der Türkei ist einer von 55 Gastronomen im Kretzl. Magst du Soße scharf? Neben dem Kebabstand gehört ihm neuerdings auch das kleine Espresso dahinter. Als die Vorbesitzerin in Pension ging, dachten anfangs noch alle ans Zusperren. Wäre da nicht der geschäftstüchtige Türke von nebenan gewesen? Am Anfang haben sie mich ehrlich gesagt nicht wollen. Ja? Die haben geglaubt, da kommt irgendwie dein Kebabstand hinein oder mit deiner Pizza oder was auch immer. Ich habe gesagt, nein, dieser Lokal bleibt so wie es ist. Wenn das Lokal rennt, warum soll man das ändern? Ne? Das ist ja ein richtiger Arbeiterbezirk da, nicht? Ja, 10. 11. sind immer Arbeiterbezirke gewesen. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin bei der EMA 48, bei dem Karottenpalett. Müllabfuhr, nicht? Nein, ich bin bei den Straßenkehrern. Ich rahm halt einfach weg, mir ist wurscht. Ne? Ich habe schon Situationen gehabt, wie einer vor mir, ein Jugo, das so am Boden gehabt hat. Ich habe gesagt, hallo, bitte schmeiß das in den Kübel. Und er sagt zu mir, was du wollen. Straßenkehrer brauchen Arbeit. Das kommt auch vor. Ne?
Was denkt man sich da? Ja, am liebsten Daddy, aber das kann ich ja nicht. Ne? Es ist ein bisschen schwer geworden. Halt, nicht? Mit den ganzen Neuösterreichern, oder wie man die nennen, nicht so. Ne? Wenn sie alle kommen. Die haben es keine Freude, gell? Nein, weil die kommen, die belasten ja nur unser Steuersystem. Die wollen ja nur ein Geld kassieren und nichts arbeiten. Nicht? Und die alte Trottel mit 60 Jahren muss arbeiten gehen, muss die Jungen da halten. Nicht? Der lacht sich eins und ich kann mich abloben. Wenn man auch schaut in der Lampe, da gehen 30 Leute vorbei und da sind noch drinnen vielleicht drei Österreicher, was man noch finden können. Ne? Aber schwierig. Schwierig für beide Seiten. Nicht nur Österreich oder nur Türken oder nicht Jugos oder ist wurscht. Aber schwierig für beide. Ja. Ist nicht einfach. Wir sind im Café ausgesessen. Wenn die Leute vorbeigegangen sind, wie viele Österreicher, wir haben eine halbe Stunde nicht einmal angehabt. Nicht einmal an? Nein, nicht einmal an. Früher war es besser. Ich finde, man sagt immer, früher war es besser. Ja. Das hat meine Mutter auch schon gesagt und meine Oma hat es auch schon gesagt. Aber ich glaube, es stimmt. Frau Maria hat in den 80er Jahren die dalmatinische Küste verlassen, um eine echte Wienerin zu werden. Die ganzen Geschäfte Österreicher haben alle zugesperrt. Eine Österreicher sperrt zu, Ausländer sperrt auf. Und das ist eine Katastrophe, das hat es nicht früher gegeben. Das hat es nicht gegeben. Das ist viel zu viel. Aber jetzt hat ja dieses Geschäft hier, dieses Lokal, hat er auch in Türkei übernommen, nicht? Ja. Er hat sich einpasst, muss man so sagen. Er hat sich einpasst. Ja, in türkischen Lokalen, in manchen gibt es keinen Alkohol. Bei ihm gibt es alles. Er hat alles so lassen. Er sagt, ich lebe, mein Leben ist da. Zahlreiche österreichische Gastronomen haben hier schon das Handtuch geworfen. Arbeitstage mit 14 Stunden und das 7-mal pro Woche, das war zu viel. Herr Mustafa ist dazu bereit. G heißt Macher, Dönermacher und Schnitzel G heißt Schnitzelmacher. Wir müssen ja die inländischen und die ausländischen, also sprich die türkische Community und den Rest ansprechen. Muslim, Türke, ja, Muslim, Türke. Das geht die ganze Zeit so. Und das, ehrlich gesagt, mir hängt das schon am Arsch raus. Ich lebe hier. Mein Lebensmittelpunkt ist Österreich. Ich verdiene hier mein Geld, ich zahle hier meine Steuern. Meine Kinder gehen in Österreich auf die Schule. Ja. Was woanders passiert, nach den österreichischen Grenzen, ist mir ehrlich gesagt glunzen scheißegal. Als Österreicher, ich wundere mich, dass ich da noch leben kann in Österreich. Sie wundern sich, dass Sie noch leben können in Österreich? Wieso? Ja, weil man als Österreicher nicht mehr anerkannt wird. Es geht doch alles nur mehr für die Ausländer. Da wird alles sofort gemacht. Da bei uns wird alles teurer. Warum sind Sie heute gemeinsam hierher gekommen? Na, weil wir einkaufen, weil sie heute eine gute Suppe macht. Aha, was wird das für eine Suppe? Jam-Gemüsesuppe, das ist vietnamesisch. Und Ihnen schmeckt das Essen sehr gut? Einmalig. Besser wie die österreichische Küche. Nicht zu fett. Und haben Sie denn in der Gegend eine Veränderung festgestellt in den letzten Jahren eigentlich? Eine Veränderung hinsichtlich die Menschen haben sich verändert. Was ich da gelesen habe, 150 Nationen, die was auch jede andere Mentalität hat. Nicht eine gute, sondern eine schlechte. Charakterlich und erziehungsmäßig und alles. Ne? Das passt auf ihn nicht. Oder ich warte auf Österreich nicht. Abmarsch. Ja. Wohin? Na, da, wo sie hingehören. Wo sie hingehören, sind sie heimgehen. Wenn du das kommst, sind sie alle hingehen. Ja, aber Sie können nicht alle wieder heimschicken, oder? Na, da sollen wir es heimnehmen, vielleicht ins Wohnzimmer.
Na ja, dann wünschen wir Ihnen doch ein glückliches Leben gemeinsam. Hoffentlich ein paar Jahre noch. Ne? Wieso ein paar Jahre? Na ja, was kann man sagen? Heut, jetzt, mit 100. Sie will, dass ich 100 werde. Ich halte das nicht durch zu einer jungen Frau. Frau Elisabeth und Frau Karin betreiben ein kleines Erotikkino unweit der Quellenstraße. First I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. I learned how to get along and so you're back. Ich hab sie von ersten Augenblick als Frau gesehen und anerkannt als Frau. Also ich hab den Mann auf die Seite geschoben. Der war einfach nicht da. Jeder ist so, wie er ist. Und ich fühle mich halt als Frau. Ich bin leider Gottes erst sehr spät drauf gekommen. Ich hab gemerkt, ich komme nicht runter. Es fudelt irgendwas in mir. Da hat was gefehlt. Ich habe mir dann übers Internet Sachen bestellt. Und habe mir gedacht, na gut, okay, einmal oder zweimal in der Woche, ganz spät in der Nacht, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, ein bisschen was anziehen. Und das war dann für mich. Ich habe locker werden können, ich habe mich befreien können. Es war so ein Wohlgefühl. Und das ist das, was ich in mir spüre, die Frau. Ich bin zweigeschlechtlich. Das heißt, ich bin Frau, ich bin Mann. Wie ich gemerkt habe, dass es bei mir ernster wird, habe ich gewusst, ich kriege mit meinen Kindern Probleme. Das war mir bewusst. Nur ich hatte leider Gottes bis dato noch nie die Möglichkeit, meinen Kindern. Alles gut. Das ist ein Thema. Meinen Kindern das Ganze zu erklären, was mit mir los ist. Sie wollen es nicht hören. Wie es dazu gekommen ist. Ich will kein Verständnis, das kann man nicht verstehen als Außenstehende. Aber ich möchte nur, dass sie zuhören, dass das akzeptieren und tolerieren, wie ich jetzt lebe. Ich bleibe ja trotzdem ihr Vater oder für die Enkel der Opa. Ich hab nicht möglich. Took all the strength I had just not to fall apart. Trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. But now I hold my head up high. Die Anfangszeit war für uns zwar nicht leicht, ja? Weil ich kann ihren Mann nicht ersetzen. Ja? Und wenn sie sich als Frau fühlen möchte, braucht sie einen Mann. Jetzt haben wir haben ein Abkommen getroffen. Ich habe da Bedenkzeit mir gebeten. Ne? Da habe ich ein paar Tage hab ich dann mit mir so hin und her. Ne? Ja, habe ich gesagt, bitte, du gehst in den Club. In der Woche einmal gehst du in den Club. Und ist kein Problem. Aber du bist Frau. Das heißt, es gibt ein paar so Freiheiten in ihrer Beziehung. Naja, braucht sie. Ich kann ihr keinen Mann ersetzen. Das geht nicht. Ja. Ich das hat, auch, das hat aber mit Liebe nichts zu tun, nein, denn es nein, ist nein. Auch etwas, was die Karin erst durch mich lernen hat müssen. Ja. Sex und Sex ist ein Unterschied. Ja. Mache ich Sex mit einem Menschen, den ich liebe, oder mache ich Sex aus Lust? Aus Vergnügen. Aus Vergnügen. Ja. Ja. Das sind zweierlei Paar Schuhe. War sehr schwer. Am Anfang, das zu unterscheiden. Ja? Also, weil für mich hat es eigentlich nur Treue gegeben. Und was haben Sie jetzt für Freiheiten? Jede. Jede. Ich kann nur sagen, jede. Halleluja. Bis dann, bist du da eingeladen. Sieh was das für an. Bis dann. Zuwanderung und Arbeitslosigkeit sind hier beinahe doppelt so hoch wie in den meisten anderen Gegenden Wiens. Umstände, die das Grätzl prägen. Servus, Meister. Grüß.
Schwächert? Ja, wann ist bezahlt? Nichts bezahlt an jeden nicht, Papa. Also bei uns geht mehr Bier, mehr Bier. Aber von meinem Publikum, wenn Sie auch sehen, die sind immer ruhig und die streiten nicht, die diskutieren nicht. Die sind eh immer ein Klick. Das heißt, 5 Leute sind Freunde, die saufen in eine Ecke, 3 Leute sind auf andere Freunde, die sitzen da. Also da gibt es keinen Konflikt, wo ich sage, wenn sie so viel saufen, dass Streit kommen könnte. Ich bin schon 3-mal überfallen worden. Das waren immer Zuwanderer? Ja. Was ist da passiert? Ja, einmal hat mich wer geschnitten mit dem Messer. Zweimal habe ich auch ins Gesicht gekriegt. Man glaubt nichts Böses. Und auf einmal geht's Jim Boom und man liegt am Boden. Also da haben Sie Angst? Ja. Fürchten Sie denn, wenn Sie auf die Straßen gehen? Ja, im Finstern. Im Finstern traue ich mich nicht auf die Straße gehen, weil da fürchte ich mich. Jetzt haben sie da Kameras aufgestellt, dann muss man halt abwarten, ob es besser wird. Ne? Ansonsten müssen sie halt noch mehr Kameras aufstellen, noch mehr Kontrolle machen. Ne? Sicher, es geht dann jeden auf die Nerven, dann hast du wieder die scheiß Polizei. Aber es ist ja was auch richtig so. Wenn Blödsinn gemacht wird, dann sollen sie auch herkommen. Ne? Ja. Wenn ich was falsch mache, muss ich damit rechnen, die Konsequenzen. Ne? Ja. Und dann kannst du halt für das, was gemacht und bestraft. Ne? Und wenn das zum Beispiel Flüchtlinge sind und die haben einen Status und in meinen Augen gehören die dann, ich hab's da randaliert, Blödsinn gemacht, ab. Abgeschoben, dann geht's heim. Ja. Weil wenn du zum Beispiel in einem anderen Land bist und dir passiert, dann spielst du her und musst hergehen. Ne? Und haben Sie angestellt, auch mal was im Leben? Na ja, Kleinigkeiten, das gehört dazu, das ist einmal so. Was haben Sie gemacht? Das, man darf nicht alles sagen. Aha. Weil da gibt's noch ein paar Spezi, die muss man bloß. Ein Teil verraten Sie mir. Nein, nicht einmal das. Mir war das egal, ich war alles komplett wirklich abgestritten. Hab ich gesagt, mein Rechtsanwalt, die müssen es mal beweisen können. Das haben sie aber nicht können. Bei Fingerabdrücke waren keine um. Ich habe immer meine Handschuhe gehabt, haben sie nichts beweisen können. Und haben Sie mir überlegt, was eine Strafe kriegen hätten können, wenn man sie erwischt hätte? Ja, 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? Ja. Leute sind schon attackiert worden mit dem Messer. Mir hat man schon eine Pistole angehalten, russisches Roulette gespielt, abgedrückt. Dann fragt er mich, haben Sie Angst gehabt? Und gesagt, jo. Aber das sind natürlich fast 30 Jahre Beobachtungszeitraum. Ne? Ich würde sagen, das hängt davon ab, auch Monatsanfang, Monatsmitte oder Monatsende. Wann ist die gefährlichste Zeit? Wenn die Leute die Notstandshilfe bekommen. Monatsanfang eigentlich, ja, nicht? Weil dann glauben sie, sie können der Welt ein Haar ausreißen. Hm? Ja. Für Frau Karin und Frau Elisabeth beginnt die Arbeit erst um die Mittagszeit. Wir haben einen Gast gehabt, den ist es da recht schlecht gegangen, der ist zusammengebrochen, der wollte nicht mit der Rettung weggebracht werden. Der wollte, dass sein Schwager gerufen wird. Den haben wir natürlich dann telefonisch verständigt. Dann haben wir erfahren, dass seine Frau mitkommt. Ja, das war dann eine Aktion binnen kürzester Zeit, dass das ganze Erotische weggeräumt war. Ja, die Beleuchtung umgestellt, sodass das ein neutrales Kino war. Ich weiß von dem Gast, dass lange Zeit, nachdem es ihm dann wieder besser gegangen ist, ist irgendwo der Verdacht aufgekommen, dass das vielleicht ein Erotik-Kino sein könnte. Ja? Aber der Eindruck für die Frau war ein neutrales, altes Kino. Wie ist das Leben zu Hause? Alleine, in der Ordnung. Ich kann machen, was ich will. Warum ist da niemand? Bitte? Warum ist niemand bei Ihnen zu Hause? Warum soll ich? Ist nur Stress. Ich bin heimgekommen von der Arbeit und sie hat gesagt, sie lässt sich scheiden. Alles. Ist eine Überraschung, nicht? Überraschung für mich zum Abendessen.
Was haben Sie geantwortet? Ist in Ordnung. Einfach so? Ja. Ich hab nicht gefragt, warum. Sie hat gesagt, sie sagt was nicht. Ich sag auf Wiedersehen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich? Scheiße. Die sogenannte Kreta war immer schon das ärmste Viertel an der Quellenstraße. Wer sich leisten konnte, hat die Gegend daher rasch wieder verlassen. Sie sitzen aber schon zeitig in der Früh da, gell? Bitte? Sie sitzen schon zeitig in der Früh da? Ja, ich stehe auch schon auf um 3 in der Früh. Oh je. Was machen Sie denn beruflich? Hauptberuflich AMS, nebenberuflich bei einer Security-Firma. Wie geht's Ihnen, wenn man arbeitslos ist da in der Gegend? Man fühlt sich einheimisch, weil es sind eigentlich da 80%, was man da sieht. Mieten, Favoriten, treffen sich zweierlei, täglich um 4 beim Wirten, da haben's beide nicht weit. Was machen denn Sie beruflich? Ich bin schon leider in der Frühpension. Wie ist das passiert? Ja, ich hab leider 30 Jahre lang falsch gegessen. Was isst man da so, wenn man falsch isst? Na ja, damals eine Freundin gehabt, die hat mich gefragt, was willst du denn essen, wenn du heimkommst? Sag ich, na ja, so Spaß halber nur 1 Kilo Schnitzel. Ne? Na, ich komm heim um 7 in der Früh, steht da 1 Kilo Schnitzel und 1 Kilo Reis. Ja, und man denkt, ja, probierst du mal, was du jetzt schaffst. Ne? Und dann war ich auf 200 Kilo um. Und haben mir nicht mehr die Schuhe mehr zumachen können. Ne? Ja, und da habe ich dann meinen ersten Herzinfarkt gehabt. Und 1,5 Jahre später meinen zweiten. Ich meine, ich habe zwar meine 1300er, ja, es ist zwar zu viel zum. Ich mein, es ist nicht zu wenig zum Sterben, aber auch nicht zu viel zum Leben. Also, es ist halt Mittelmaß. Ne? Wie viel kriegen Sie? 850. Wie kann man da leben damit? Durch die Geringfügigkeit. Mit Argwohn wird beobachtet, dass ständig neue in der Kreta eintreffen. Das ehemalige Siemens-Werksgelände bietet viel Platz für Deutsch- und Integrationskurse. Bis zu 4000 sind es, die sich hier täglich fortbilden. Da sieht man richtig, wie der Schichtwechsel ist von den AMS-Leuten. So alle Stunde, eineinhalb, rennen da 100 Leute hin und her. Wir wissen ja, dass relativ die Ausländer von einem Hund Angst haben. Jetzt springen sie auf einmal alle weg. Ja, weil der tut eh kann was. Ja. Und ich halte mir eigentlich kurz, dass er kann was tun könnte. Ja. Nur, du wirst abübt oder wenn ich ohne Hund gehe, da musst du durch eine Mauer durchgehen. Da musst du als Österreicher, sag ich jetzt einmal, ja, auf die Hausmauer gehen, musst das vorbeigehen lassen. Weil sonst hast du 100% eine Diskussion, die was ich gar nicht will. Wird da noch geschnitten? Herr Witzel, geht dir bitte, schleich dich im Dritten. Verstehen Sie diese Herrschaften, die da drüben sitzen in dem Biergarten, die sagen, sie erkennen teilweise ihren Bezirk nicht wieder? Ach so? Aber die sitzen gerade bei einem Türken im Kaffeehaus. Also ich weiß nicht, bei mir gibt es Türken, bei mir gibt es Ex-Jugoslawen, bei mir gibt es Russen, Tschetschenen, Tschechen, Ungarer. Also wir sind hier international, jeder geht bei jedem einen. Also, ist kein Thema. Ist kein Thema, ne? Dann mit noch in der Tram, wenn sie dann noch eine zwängst, jetzt wirst aber wirklich 4 am Reimerplatz, weißt du, an der Minus beim Hartlauer oder irgendwo, so jetzt gehst du eine, auf einmal kommt die Meldung, ja, willst du nicht heimschleichen? Sag ich, erstens einmal bin ich da geboren, ja, aufgewachsen, lebe noch immer da, hab auf mein Land nicht geschissen, auf Deutsch gesagt, ja, und dann muss mir ich schimpfen lassen, dass ich heimgehe. Mit den Deutschkursen ist jetzt bald Schluss. Hier sollen 1100 neue Wohnungen entstehen. Wer davon profitiert, ist ungewiss. Es wird sich bald ganz drastisch verändern, wenn da gebaut wird, die ganze Gossenaufe, wenn der Park wegkommt und dahinter kommt, weil ein paar Bauindustrielle beschlossen haben, dass das gescheiter ist. Da stürzt man sich lieber auf die Flüchtlinge, weil da kann man dann groß schreien und so.
Sowas ärgert Sie, oder? Ja, sowas ärgert mich, ja, weil ich immer denke, es gibt genug Platz in unserem Land. Ja. Schule hat sich geschlichen, wohin, was kann er so genau? Eine saß ganz allein, Shazam. Warum hätte ich gerade so einen Hund? Kein bestimmter Grund. Den habe ich gekriegt, weil ein Freund angerufen hat und der hat einen Platz gesucht und somit habe ich ihn genommen. Vorher habe ich Rottweiler gehabt. Ich krieg immer Hunde, die was. Den haben sie angezündet, meinen vorgehenden Rottweiler, die vorigen Besitzer. Er hat einen Arm, von der vorn bis der hintere. Hat in 9 Monaten 9 Besitzer gehabt. Mein Rottweiler haben seinen Penis verbrennt, das Auge, die Ohren, alles angezündet. Sind so die Leute. Haweka Götter, sieh mich leid. Ich bleib in den Favoriten. Was machen Sie beruflich? Ich bin Beamter der Republik Österreich. Was kann man sich da vorstellen? Beamter der Republik Österreich. Ganz einfach. Heißt das einen Urlaub oder? Nein, das nennt sich Vorruhestand. Ich meine, ich habe 35 Jahre für den Staat gearbeitet, also ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht hätte, ne? Ja. Was macht man da als 56-Jähriger den ganzen Tag? Werden Sie auch sehen. Das sind Figuren. Vollplastisch. 54 mm. Das ist amerikanischer Bürgerkrieg. Das ist 7-jähriger Krieg in Amerika. Ja, das sind halt auch die Rahmen. Das ist halt Indianer, was man da umsieht. Waterloo. Das ist Österreich 1813, Hanau. Ich mal meistens in der Nacht. Dann setze ich meinen Kopfhörer auf und höre mir Black Metal und passt schon. Richtiger Hardrock, ne? Nein, das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer als Hardrock. Das ist Hardrock eine Kuschelpartie. Das ist für kleine Kinder. Das, was ich höre, das ist wie Hardcore-Techno und so. Das ist alles so. Mich beruhigt's. Ja. Aussetzt! Was ist? Und Träume, gibt es sowas noch? Plan habe ich, aber das, was wird, weiß ich nicht. Was haben Sie denn für einen Plan? Dass ich in ein paar Jahren nach Niederösterreich ziehe, dass ich da von dem Wien wegkomme. Warum das Wien nicht mehr sein? Was stört Sie da in der Gegend? Alles. Alles. Schauen Sie mal, wie viele Geschäfte da lassen. Ist ja nichts mehr da. Wird alles angerissen und was weiß dann Treife. Da gibt's ja nichts mehr. Nichts. In den ganzen Viertel gibt's keinen einzigen Bäcker. Wie jetzt aber noch 7 da gehen. Erkennen Sie Ihre Welt nicht wieder? Bingo. Bingo. Und ist einmal so. Ich weiß nicht, dass die Halbwelt muss da wohnen in die Psychiatrie kehren, aber sonst weiß ich nichts. Wieso das? Ja, das. Da sind so viele Wahnsinnige da unterwegs, das ist ein Horror. Da werden Leute überfallen mit 10 Euro und so lauter so Geschichten. Leute niedergestochen und was weiß der Teufel, was da alles anwendet. Es ist ja damit so, leider. Und da rede ich nicht von den Personen mit internationalen Geschichten. Nein, nein, da rede ich von den Österreichern. Viele hier sind verzweifelt, weil sie an den Folgen der Corona-Krise leiden. Auch Lokalbetreiber Herr Thomas lädt zur Abschiedsparty. Was sagen denn die Nachbarn dazu, wenn da so Partystimmung ist? 3, 4, die da wohnen, sind bei mir. Also die regen sich auf Kampfer auf. Und den Rest macht der Straßenlärm wahrscheinlich, ne? Außerdem ist man es im 10. gewohnt. Weil die Randale, was gewisse Gruppen im 10. machen, ist man heute gewohnt. Macho, Macho, constantly.
Warum müssen Sie Abschied nehmen von der Gegend? Von der Gegend. Die Mieten werden zu hoch. Corona hat das Restliche dazu getan. Und bevor ich noch mehr verliere, höre ich lieber auf. Ist ja nicht nur er, das sind ja 100.000 andere Leute mit Hotel und Gastronomie und alles, die ganz einfach geschädigt worden sind und auf die im Prinzip zu wenig geschaut worden ist, meiner Meinung nach. Ja? Alle anderen haben ja einen Homeoffice und das, ja, kannst weiterarbeiten, passt. Auf die, wer schaut auf eine Zimmermauer, wer schaut auf eine Kellnerin, die drei Kinder daheim hat, die Arbeit weg ist. Ja? Die Art von Leid verlieren, gell? Ja, von, ja, das ist ja, immer so. Das war immer schon so und das wird auch immer so sein. Was kann man tun dagegen? Das darf ich da nicht sagen. Ja, das darf ich da nicht sagen. Da hätten wir ein Problem, ja. Um kleine Stadtsicherheit und die Cobra. Ja. Und sagst, was macht denn das Leben da im 10. aus? Was ist das Besondere? Gut. Überleben. Sagen wir überleben? Überleben. Nicht leben, sondern überleben. Dann kommen wir eher dorthin. Weil genau das tun wir. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Da im 10. ist immer so eine Sache. Ich bin im 10. aufgewachsen. Ja. Aber jetzt wohne ich da oben beim VVC-Platz. Und wenn ich durch den Reimannplatz runtergehe, da her, brauche ich maximal eine Schrotflinte. Aufpassen, genau jetzt. Was ja, ist mir wurscht. Das ist mir scheißegal. Genau. Aber, nein, das ist einfach so. Ja. Das ist ein. Seit mein Schwager zusammengeschlagen haben, ohne Ende die Depperten, die können nur einfach nur. Sie wollen es nicht da haben, gell? Nein, mehr brauche ich nicht sagen, oder? Warum wollen Sie es so gar nicht da haben? Ja, weil sie alle nicht an unsere Regeln halten. Es geht nicht darum, dass wir es nicht da haben wollen. Nein, schon, das ist genau das, was man sagt, dass man muss wirklich aufpassen, was du sagst. Ja, es geht darum, wir wollen nicht alle nicht da haben. Es sind viele, wir wollen die nicht da haben, die sind nicht. Und unsere Gesetze halten. Und so einfach ist das. Es wohnen so viele in meinem Gemeindebau. Wenn sich jemand daherkommt und integrieren will, die sind, das ist alles okay. Die sind wirklich super. Also da gibt's gar nichts. Also für die lege ich meine Hand in zwei Jahre. Austro-Türken heiraten oft streng nach Tradition ihrer Eltern. Das größte Fachgeschäft der Stadt verkauft daher jedes Jahr mehr als 1000 Original-Brautkleider aus der Türkei. Wo ist der Bräutigam? Der Bräutigam ist nicht das hier, der lebt in der Türkei. Und in August werden wir dann uns das Jawort geben. Und er wird durch die Liebe natürlich herreisen müssen. Ich gehe nicht nach unten, also ich werde nicht nach unten fliegen. Warum nicht? Ich bin hier aufgewachsen, ich kann das nicht. Auch wenn ich aus der Türkei komme, ich könnte, glaube ich, in der Türkei gar nicht leben. Die sehen mich ja ebenso als Tourist und nicht irgendwie als Einheimische. Ich bin genauso ein Tourist wie Sie dort unten. Tschüss. Wir sind hier geboren und sollte eigentlich nicht so viele Probleme geben. Aber man hat immer Probleme, egal wenn wir in der Türkei sind oder hier. Ja, in der Türkei so. Sehen sie uns als Österreich und in Österreich sehen sie uns als Türken. Das ist halt so, mit dem muss man leben. Ich saß in der U6 und eine österreichische Frau mit ihrem Ehepaar saß gegenüber und ich habe telefoniert auf Deutsch. Und sie sagte zu mir, ich bin eine Drecksau. Und ich sagte, wie bitte? Na, ich bin eine Drecksau. Sag ich, wie kommen Sie auf das? Na, du bist der Drecksau. Sag ich, ich habe Ihnen das Du-Wort nicht angeboten. Ich weiß nicht, wie Sie auf das kommen. Naja, ich soll mich aus diesem Land schleichen. Ich lebe aus dem Sozialstaat. Sag ich, erstens, ich komme aus der Uni. Und ich bin, sag ich, unter Drecksau verstehe ich sowas wie Sie, weil sie ist schon nicht sehr sauber aus. Und es hat mir keiner in der U-Bahn geholfen. Das fand ich sehr schlimm. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite bei der EVN. Im Kundenservice. Was macht sie denn beruflich, ihr beiden? Ich bin Friseurin. Ich bin Büroangestellter. Heute kommt Ole! Ich will in Österreich arbeiten, komme in Österreich. Ich liebe Österreicher. Ja? Ja. Was ist so schön da bei uns in Österreich? Überall. Also ich bin jetzt schon 36 Jahre in Österreich. 36 Jahre ja. Schon. Ich wohne in Gemeinde Wien. Gemeindebau? Ja. Alles geht. Sind Sie zufrieden da? Ja. Passt alles? Alles passt. Nie Problem. Nie Problem. 36 Jahre, ich bin der Österreicher, nie Probleme kommt. Aber ich tue arbeite immer.
Immer arbeiten. Immer arbeiten, Baufirma. Auch der Traditionswirt, Herr Herbert, wollte schon aufgeben. Der Hofer weiß von 20 aus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfang gekriegt und hat den Rechte massiert. Wie geht es Ihnen denn auch so mit der Preisgestaltung in dieser Gegend? Ja, typische Gastgewerbepreise können wir nicht verlangen. Dazu haben wir nicht die Kunden. Die sind nicht vorhanden. Die sind nicht bereit, die Preise zu bezahlen, die üblicherweise ein Gastgewerbe bezahlt hat. Und was machen Sie dann? Naja, ich versuche das mit Gassenverkauf also zu kompensieren. Da bin ich aber auch recht billig, deswegen geht er ja auch gut. Was kostet es bei Ihnen? Ja, ein Bier zum Beispiel 1,20, ein Cola 1 Euro. Also es ist eine permanente Gratwanderung. Ne? Was kann man sich da vorstellen? Naja, dass ich die Betriebskosten verdiene. Ne? Das ist, viel mehr ist da nicht drin. Ne? Sie müssen ja auch von was leben. Ne? Ja, schon, aber mein Butterbrot kann ich mir gerade noch leisten. Ne? Ich bin eingezogen in 85 Jahren, 16 Parteien, 2 Ausländer waren drin. Jetzt bin ich nur mehr mit 2 Österreichern drin. Und die 14 Parteien sind Ausländer, Türken halt. Ne? Wenn nicht der Nationalfeiertag ist, ich hänge die Fahnen aus, weil die kann man auch aushängen, gell? Das wissen wir. Genau, ja. Aber so, gell, ich auch, rein, ja, wer, ja. Ich habe die Fahnen draußen hängen, aber sonst hängen nur mehr Teppiche draußen. Gell? Schau, ich komme gut aus. Weil ich habe gleich am Anfang gesagt, ich bin ein Kieberer, ich war nicht ein Kieberer, aber ich will nicht jetzt gleich mal zurück und dann ist einer schon der Arsch gegangen, verstehst du? Und wir haben gesagt, und wenn sie ist, wenn ich in Urlaub bin, schaut es nach, dass der Kölner zugesperrt ist. Und das nicht, weil ist es schon ein paar Mal eingebrochen worden. Ne? Aber die schauen auf das, gell? Nein, da gibt es nichts. Sie sind sehr zuvorkommend und denken. Also, Bei uns zumindest, das kann ich ehrlich sagen, das kann ich auch bestätigen. Also auf meiner Stirn, obwohl sich das viel geändert hat und viel Aussturm sind und viel Neue gekommen sind. Aber ich muss sagen, das ist wirklich, also wir haben zusammen, auf der Stiege ist er zusammen, also weil wir passen gegenseitig auf unsere Autos auf und so, also jeder weiß, wer was fährt und auch jeder meldet, erst du hast einen Patschen oder erst da war das und das oder da ist jetzt der Ball aufgefallen. Also das muss ich wirklich sagen, ein Zusammenhalt auf unserer Stirn ist. Österreichische Nachbarn, also Liebe, alles. Bei mir ist es kein Problem. Kein Problem, wirklich. Alles gut. Match ist Match. Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr. Ja!